Moin moin meine Freunde, willkommen zum neuen WWE Supercard Video bei mir auf dem Kanal Mr. Angezockt. Ich bin Sascha und wir sind heute direkt im Stream. Twitch-Drops sind am Laufen, das heißt keine freie Minute. Wer meinen QR-Code da auf der Seite noch nicht eingescannt hat, kann ihn jetzt sich gerne noch gönnen. Gibt zwei von den Sammelstücken und ein paar Supercoins. Aber heute machen wir mal wieder ein ganz spezielles Deckcheck-Video. Ich weiß, der ein oder andere wartet noch auf das Deckcheck vom Discord. Da sind noch einige Leute, die auf der Liste sind. Und das werde ich auch jetzt machen. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, da kann ich alles dann loslegen. Guck mal, der Chat, alle grüßen euch. Wir sind gerade 376 Leute und das um 13.40 Uhr. Alle werden jetzt berühmt, Schaldigi. Und darum haben wir jetzt gerade hier ein ganz speziellen Deck. Ihr seht schon, ich bin bei Furkan. Ich glaube, zu Furkan muss man nicht viel sagen. Die meisten kennen ihn aus den ganzen Ranglisten-Events unter den Top 5. Furkan ist schon ewig dabei. Also Season 1 hat der PCC schon gegrindet, das weiß ich. Und ja, jetzt ist er natürlich im Team mit Leuten, mit Gleichgesinnten. Und darum dachte ich, gucken wir einfach mal in das Team rein. Ich gehe mal direkt hin in The Pentagon. Also Furkan gucken wir uns zum Schluss an, aber den Charttopper Platz 1 seht ihr halt schon mal. Und hier ist ein ganzes Team von verrückten Grindern. Ja, da fließt auch das ein oder andere Credit, das wollen wir ganz offen sagen. Furkan hat noch ein paar Infos dazu gegeben. Es wird sehr, sehr spannend, wie viel dann so eine Platz 1, 2, 3, 4, 5 Karte kostet. Und wir gehen einfach mal die ganzen Kollegen durch, was da so für schöne alte Karten dabei sind. Furkan hat auch wirklich eine Reihenfolge gemacht, wen wir uns mal angucken. Und wie gesagt, viele Namen kennt man hier schon, wenn man in die Ladder-Events reinguckt. Deutscher Meister wird nur der FCB. Beste Kommentar. So, und wir suchen jetzt. Genau, wir fangen mal hier an. Und sie haben, sind vorbereitet. Also sie haben ehrenhalberweise ihre Decks gezeigt und dann noch das ein oder andere Special-Karte damit reingepackt. Also, wir fangen an bei Sochip. Ich hoffe, ich sage immer die Namen richtig. Das hier ist eine Season 2 Page. Korrigiert mich im Chat, wenn ihr es besser wisst. Das Beste kommt zum Schluss, Furkan, das ist immer so. Das ist eine Season 2 Page. Ich glaube, diese Karte, legendär, diese Karte gab es nur, wenn du Season 1 Karten, die konnte man damals noch fusionieren. Und ah, der Draven lenkt mich ab mit schau nochmal in Discord, aber ich kann es ja rausschneiden. Der Draven hat so gute Ideen. Könnte mal jemand bitte Mods loben? Mods loben in Chat schreiben. GameStop-Karte kann auch sein. Also ich habe ja, es gab ja noch ein paar Special-Karten, weil manche Karten mit dem Kartenrücken halt Season 1. Ne, nicht Ladder. Das muss Fusion gewesen sein mit dem W hinten dran. Und ja, wir gucken mal rein. Also 213.000 Siege, 10.700 Karten damit drin. Und jo, gehen wir natürlich rein. Wir gucken Bronbreaker Pro, dann haben wir Cody Rhodes. Ihr seht schon, ich stocke, weil ich nicht multitaskingfähig bin. Ich denke nach, wie ich das, was der Draven mir geschrieben hat, einbaue. Und ich sage es jetzt einfach mal, weil die Idee einfach so gut ist. Wir haben ja das ein oder andere Ticketpack, was wir verlosen. Und ich verlose das unter Kommentaren unter diesem Video. Die Kommentare müssen abgegeben sein bis zum, ich sage jetzt mal, 26. um 15 Uhr und unter all denen verlosen wir ein 600er Credits Paket. Also das heißt Video liken, Kanal abonnieren, Glocke anmachen und irgendein random Kommentar, irgendwas Vernünftiges bitte runterschreiben. Legendäre Ladder, okay, Feeling weiß Bescheid. Dann waren wir. Haben wir natürlich noch Jinder Pro. Asuka einmal, Asuka zweimal, schönes Bild draufgepackt. Und hier haben wir noch den Kartenrücken, kenne ich gar nicht, aber würde ich schätzen, auch ein alter Page-Kartenrücken, der 8er Siegesserie. Und wir gehen direkt weiter zum nächsten. Jetzt habe ich meinen Discord weggemacht.
Und da ich das Video natürlich schnell hochlade, müsst ihr das Zwischengequatsche da jetzt leider ertragen, weil ich es ja nicht rausschneide. So. Also, wir gehen zu Troy. Troy, da haben wir ihn. T-Roy hat direkt ein Brockbild. 238.000 Spiele, 8.900 Karten. Da könnt ihr gern mal, das ist eigentlich ein vernünftiges Kommentar, was ihr unter dem Video schreiben könnt. Schreibt mir mal, wie viele Sterne ihr habt. Ich bin jetzt kurz vor 10.000. Der ein oder andere hat die 10.000 schon geknackt, der Season 1 ist. Das würde mich wirklich interessieren. Also Leute, haut rein. Hier sind wir bei Steve Austin Gold Heroic. 63er Charisma, hier liegt ein dickes Charisma-Equipment drauf. Würde mich nicht wundern, wenn es der Gürtel ist, der zweimal auf Charisma gerollt ist. Dann haben wir die Sina-Karte mit der netten Animation. Ich habe sie leider gar nicht bekommen und ein 82er Yokozuna. Ich fand das Event sehr, sehr leise, also mindestens in meinem Bereich, wo ich war. Aber jo. Ronda, das ist glaube ich eins der schöneren Ronda-Bilder und nochmal die Mandy Rose Pro. Und wir werden immer mehr noch Ladder-Karten sehen und wie gesagt, ich habe gleich ein paar Infos, was denn so eine gut platzierte Karte kostet. Auch den Karten, Team Roadblock-Kartenrücken. Okay, Season 4 oder sowas, da habe ich nicht gespielt, als Team Roadblock kam. Beste Siegeserie hat nicht so gegönnt. Darum springen wir auch schon zum nächsten rein, nämlich zu Huckster. Da haben wir ihn. General. Ah, sind alles Generale bei euch. Ja, in Chat für die Verlosung. Huckster hat 199.000 Spiele. Auch natürlich Safe Gold Heroic. Nee, Silver Heroic. Stone Cold Steve Austin. Selbe Bild habe ich auch drauf. Das ist von der. Boah, ich weiß gar nicht gerade. John Cena F1. Jumper, Finn Baylor, ich muss Gas geben, sonst wird das Video ewig, Alexa Bliss und eine Becky Lynch F2 noch auf Frauen und hier unten den aktuellen Kartenrücken mit einer 53er Serie. Der nächste ist der Knappenheimer, zu dem wir springen. Knappenheimer, was ist das hier? Liv Wong, das ist die Sina Karten. Bild. Hier haben wir ein 73er Pack McAfee heißt er. Schade, da gibt es auch kein Bild. 73er. Merkt euch mal die beste Platzierung, die wir heute hier sehen werden. Dann Kofi Kingston. Also ihr seht, hier ist keiner unter Full Deck. Die ein oder andere Alexa hält noch die Stellung. Charlotte F1 und die Alexa 2 Manager im Pro. Und hier haben wir Simon Reitmeier, danke fürs Follow. Pack McAfee, Yokozuna auf 68 und upsa, und eine 679er Asuka. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Also auch hier die Special-Karte fand ich sehr, sehr schön. Liv Morgan Kartenrücken 35 in der Siegesserie. Wir springen zu Killer Warrior. Ich muss Gas geben, aber wie gesagt, die spannenden Decks kommen dann gleich noch. Wie gesagt, ihr wisst ja, wo Furkan immer steht und seine Teamkollegen. Also, hier haben wir die Sina-Karte. Stimmt gar nicht, eine SummerSlam-Sina-Karte. True ist schon mal einer Heroic. AJ Styles, der war mir nicht vergönnt. Den habe ich einmal aus dem Nachpack gekriegt. Aber leider habe ich ihn nicht pro. Hell in the Cell, Lashley, den habe ich mir auch gegönnt. Haben wir Stacy, wunderschöne Karte, und Nikita Leons, zwei WrestleMania Manager, ein Dusty Rhodes Kartenrücken, und hier hat er uns ein 172er Ezekiel reingepackt und ein 7568. Cody Rhodes und die Stacy, die wir noch gesehen haben. Jan, servus, wie geht's dir? Wir springen direkt weiter. Geht, muss schnell gehen. Dann kommt Steffi. Ich nehme an, Steffi ist Königin Steffi. Habe ich heute auch auf Twitter gesehen. Sie hat sich Pat McAfee auf 465 gegönnt.
ein Goldheroic Steve Austin und einen John Cena. F1 sogar. Moin zusammen. Moin, moin. Ich mache schnell noch ein Video für YouTube. Apollo Crews F2. Dann haben wir hier Bianca Belair, die neue Karte und eine Ronda, auch F2. Wow, das Bild hat so einen blauen Schimmer. Das muss, weiß ich gar nicht sein, aber es ist ein schönes. Manager, Manager. Moin Redwig. Kartenrücken. Hier unten haben wir einen, wow, Edge, auch ein sehr cooles Bild. Den Pat McAfee und die Bianca. So, wo sind wir? Wir sind bei The Sugar Show. So ein ganzes Team in Video zu kriegen, ist schon knackig. Darum gehen wir durch. Ihr wisst, okay, hier sehen wir schon mal, oh, meine Güte. Was passiert da? Redwig, 5er Abo, vielen lieben Dank. Wir streamen auch nur noch 17 Stunden. Pat McAfee, 57. Also wenn ihr das Video heute oder morgen seht, ich bin wahrscheinlich noch am Stream. Sabaton läuft, ihr könnt noch gern dazukommen. Ein 57. McAfee. Dann haben wir schon F1 Bulldog. Und einen Bret the Hitman Hart, schon beides in Pro, und da ist noch ein Cena F1. Was haben wir hier Schönes? Platz 17, The Fiend aus Elementar. Dann haben wir ein True McIntyre, WrestleMania 36, Platz 21. Oh. Und der Manager, also was haben wir? Bester Platz bisher, 17, den wir gesehen haben. Dr. Medrasen, danke. Und darum, wir springen einfach weiter. Ich lasse mich überraschen, was wir da noch sehen. Ist der nächste, wo wir reingucken? Haben wir ihn da? Oder sie? Ich weiß es nicht. Hier ist ein 6960. McAfee. Dann haben wir Cena, Ciampa mit einem besseren Bild wie mit dem Strich und einen ersten McIntyre, Andy Rose F1 auf Ronin und natürlich noch eine Bianca. Manager sind beide schon Pro, der hat so viel Glück wie ich, nur Manager ziehen und knackig in den nächsten. Leute, danke, danke, danke. Yonick Andrew. Da springen wir als nächstes hin. Da waren wir gestern schon mal, haben uns nämlich die beiden Karten schon mal angeguckt. Hier haben wir Cena und schon ein British Bulldog Pro und einen Hitman Pro. Die Karten sind schon nice. Ich mag den Retro-Look, den die haben, aber so ein bisschen mehr Action hätte hier vorne auch noch sein können. Auch wenn Retro nicht so wild ist, aber jo. Euch allen danke für die Follows. Dann haben wir wieder Bianca und Roxana Perez. Hier unten hat er uns ein 24. Rock D. Johnson reingepackt. Ich sehe das erste Mal, dass er hier zwei Vögel tätowiert hat. Okay, gut, dass ich die Karte nicht auch hatte. 284. Cody, die Bianca. 170er Siegesserie. Ich gebe Gas, ihr merkt das schon. Stunner Smack, damit wir hier zu den Platz 1 Playern kommen. Wo ist der Stunner? Ah, Stunner einfach nur. Da haben wir ihn. Okay, sehr schön. Also, Silber Heroic Stone Cold. Dann haben wir einen 4136. Matt Fee. Wir haben gerade die 419 Zuschauer geknackt. Wow, danke euch, Leute. F1 Roman Reigns aus den letzten, oder den aktuellen vielmehr, aus den aktuellen Money in the Bank Karten und nochmal Roman Reigns hinterher. Die Karte finde ich schon nice, auch mit dem Flipper, dass die Kugel da fliegt, ist schon cool. Und Zeus Kane, Bianca haben wir hier, F1 und eine Asuka. Sehr schönes Bild von Asuka. Manager, Manager.
Und auch den Team-Roadblock-Kartenrücken. Jeder hat den, nur ich nicht. Also vor allem hier in dem Team. Wir gehen zu Smack, um Gas zu geben. Geht es da weiter? Wo ist Smack hier? Ist Smack? Hier haben wir einen violetten 27. McAfee. Basti Blitz, abwarten. Abwarten. Das Beste kommt zum Schluss, wie immer. Pat McAfee 27, Goldheroik, Cena F1 und ein F3 Roman Reigns, der gerade noch so im Deck ist. Dann Doppel Bianca, einmal F2 und einmal die normale in F1, Manager, Manager. Und hier haben wir den Pat McAfee, Platz 27, Simon Servus. Und den 18. Cody Rhodes. Güte. Und noch eine 135. Becky Lynch. Sehr, sehr schöne Karte, das hier. Kartenrücken aus den Sommergedönsen. Und ja, wir gehen weiter zu Dazer. So langsam können wir dann auch über Platzierungen und reden, was denn so eine Letterkarte kostet. Pat McAfee 17. Hier haben wir dann Goldheroic Stone Cold, ein Cena F2 und ein British Bulldog F1. Bianca und Ronda Rousey F2. Manager Pro, die habe ich auch, die Devil. Mystic, Mystic, danke fürs Follow. Und hier sind weitere violette Karten. Pat hatten wir ja oben schon gesehen und ein 13er Ezekiel. Und eine 65er Becky Lynch. Anderes Bild drauf. Das ist ein sehr schönes Bild auch. Muss man schon sagen. Und Manager. Taker-Kartenrücken ist immer gut. Und wir springen zum nächsten. Also auch wenn das wirklich tolle Decks sind, wo ich gern länger verbringen würde drauf. Aber Leute, die Zeit drängt halt, ne? Wir sind schon bei 17 Minuten das Video. Also. Hier gucken wir uns den Platz an, 178. McAfee, Goldheroic, Stone Cold, F1, Cena und schon ein British, nee, ein Brett Hitman Hart, Bulldog ist im Hintergrund. Dann haben wir die Bianca F1, jetzt kommen die Highlights, ich bin schon gespannt. Ronda Rousey, Elizabeth als Manager, eine Ronin-Karte und hier haben wir einen 12. Kane aus WrestleMania. Richtig nice. Sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir einen Fiend. 11. Platz. Auch ein sehr geiles Bild von Elementar. So. Und was ist das? Was war das für ein Event? Ich glaube, WrestleMania 36 habe ich gespielt. Ich erinnere mich aber echt nicht mehr dran. 40er-Serie. Mit dem Sina-Kartenpack. Sehr, sehr schön. Wir sind gerade bei Butti. Darum gehen wir zu KB. KB, der war zweimal drinne. Erst den mit der einen Schlange. Das ist 200.000 Spiele, 9.000 Sterne. Dann haben wir den Drew McIntyre. Etwas zerkratzt ist er da. Gunther, die erste British Bulldog und die erste Hitman-Karte. Bianca und eine Liv. Hier, was sehen wir hier? Wow, Kofi Kingston, Platz 4 auf Bihemos. An die Karte erinnere ich mich noch nicht mal mehr. Wow. Wow. Level 32 Hurricane, an den erinnere ich mich. Ist aber auch schon ein bisschen her. Royal Rumble 21. Da ist schon schön, die Karten zu sehen. Wir gehen zu KB2. Also das heißt, er spielt auch noch auf zwei Accounts, der Verrückte. Also, was haben wir hier? Hier geht's noch mehr ab. Ezekiel Level 8. KO Level 8. Also Platz 8. KO Platz 4 Valhalla. Platz 17 Valhalla, hier Macho Man und noch hier die AJ Styles Karte, die es damals in Halloween gab. Was haben wir hier? Wow, Becky Lynch Platz 2.
Wow. Und ein Level 31 Sasha Banks aus SummerSlam 21. Das sind die Karten, die haben wir oben auch schon gesehen. Heftig, Furkan, ja, 10 von 10. Der kann Gas geben. Brandy, ist der oder die nächste? Brandy, wo haben wir sie ihn? Das Bild weiß ich auch gar nicht, wo es hergehört. Goldheroic, Steve Austin natürlich, Cena, Tyler Bate, Apollo Crews, dann haben wir Bianca und Becky Lynch. Muss immer reingucken, nicht, dass die dann F3 sind. Was haben wir hier? Ein, oh, die Karte ist sehr, 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 sehr nice. Geschmiedeten Platz 2 Seth freaking Rollins. Wow. An die Tigerkarte erinnere ich mich noch. Dann haben wir ein Platz 3 Riddle. Bitte, ey. Und ein Platz 6 Asuka. Das ist halt immer so, wenn das Team, wenn da alle mitspielen, könnte die ersten 20 Plätze erstmal knicken. 2018er Kartenrücken. Ah, sehr nice. So. Oder ist der nächste? Ja, die direkt vorne, 11.400. Der hat wahrscheinlich jede Karte mitgenommen, die es gibt im Kartenkatalog. Platz 31, Pat McAfee. Dann die Goldheroic. Ein Level 3 oder Cena. Ich habe ihn noch nicht einmal gekriegt. Und natürlich ein Level 3 Roman Reigns. Bianca auch F3. Und die Ronda auch F3. Ich habe noch nicht mal fünf Diven wahrscheinlich einzeln gezogen. Teddy Biasi als Manager. Was haben wir hier unten Schönes? Ein Platz 4 Rocky Johnson. Ein Platz 5 Yokozuna. Und die Toni Storm-Karte, die auch mega gut ist. Platz 19. Sehr, sehr nice. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Cat Daddy nicht hier unten so eine Auflistung gibt hier oder irgendwo oben das Event so und so viel, das Event so und so viel. Das haben die Leute sich verdient. Wir gehen jetzt natürlich, ich nenne ihn mal den zweitbesten Spieler im Team. Tja. Ich glaube, die das letzte Event verfolgt haben gesehen. Platz 1, Pat McAfee. Platz 1. Und Furkan hat er auch geschrieben, was so eine Platz 1-Karte kostet. Also, Tetin hat 210.000 Credits für Platz 1 ausgegeben. Platz 2 hat 175.000 für die Karte ausgegeben. Und Platz 3, da kommen wir gleich noch hin, hat 140.000 Credits ausgegeben. Nur, dass jeder mal einschätzen kann, wie viel Zeit und Credits in so ein Ding reinfließen. Goldheroic, Stone Cold, ein Cena und ein F3 Roman Reigns. Hier haben wir Bianca und auch eine F3 Ronda Rousey, Manager Pro. Ich meine, das allein 1000, 2000 Platzierungen waren das ja im Ding. Dann haben wir nochmal einen Platz 1 Roman Reigns. Auch nochmal hinterher und eine Platz 9 Asuka. Und ja, sehr, sehr nice. Auch wieder Manager, Manager. 107er Siegesserie. Ja, auch was will man mehr? So, wir springen. Acknowledge me, Servus, moin, moin. Und wir springen jetzt zum guten Furkan. Da waren wir als erstes, oder muss ich einfach hier zurückgehen? Und hier Chart-Topper Platz 1. Dann haben wir Kane Platz 4. Sehr, sehr schöne Karte. Die Geisterkarte war richtig episch. Pat McAfee Platz 3. Wie gesagt, der hat 140.000 Credits gekostet. Und noch eine, oh, Toni Storm Platz 2. Also einiges, was da reingegangen ist. Hier hat er auch noch geschrieben, die Toni Storm hat 120.000 Credits gekostet. Der Kane auf Platz 4 hat 40.000 Credits gekostet.
Charttopper Platz 1 Karten drücken, auch sehr, sehr begehrenswert. Guck mal, ist sogar noch ein Platz. Also wenn ihr nur die Rangliste erklimmt, wäre hier noch ein Platz im Team. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, auch wenn das Video ein bisschen länger geworden ist, hier da die Karten anzugucken. Also wie gesagt, sehr, sehr teure Karten, sehr, sehr teures Team. Und Leute, das war's mit dem Video. Denkt aber ans Gewinnspiel. Ich verlose unter diesem Video ein 600er Credits Pack. Ihr müsst einfach nur irgendein Kommentar da lassen. Ich lose es dann im Nachgang aus und kontaktiere euch dann. Und ich lose es aus am 26. Nachmittags um 3. Bis dahin müsst ihr einen Kommentar da gelassen haben. Ja, das ist purer Reflex, aber man gönnt sich doch sonst nichts. Man gönnt sich doch sonst nichts. Und darum, Leute, danke fürs Zuschauen. War toll. Und jetzt würde ich mal sagen, wer das Video sieht, kommt gerne rüber im Stream. Wir sind, ihr seht, der Timer läuft noch 17 Stunden da. Es ist gerade 14 Uhr. Also es wird ein langer Stream. Haut rein, macht's gut. Und nochmal an Team. Wie heißt ihr? Pentagon? Genau, Pentagon 3.6. Vielen Dank, dass ich bei euch reingucken durfte. Vielen Dank, dass ihr TSG ein bisschen geschoben habt, damit ich mal eure Teamkarten, dann wir da noch Platz reingucken können. Es ist einfach toll zu sehen, die Rangliste da läuft. Und ich habe schon das ein oder andere Kommentar im Chat gesehen. Es ist trotzdem viel Energie, viel Geld da drin und darum gönnt den Leuten diese Karten. Und jeder, der Casual spielt, holt euch das Beste, was geht. Mehr ist halt nicht drin. Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß noch.